Willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Live und ich sehe gerade, die Fensterscheiben sind ja richtig dreckig. Meine Herren, das ist ja richtig schön Grünspan hier. Hier geht's, hier ist anders dreckig und das zieht sich ja durchs ganze Haus. Der Kasimir müsste mal Scheiben putzen, aber gut, ist halt nicht. So, hier läuft Zucker durch und hört ihr das? Welch wundervolles Geräusch. Da gehen wir doch gleich mal raus. Ah, herrlich, guck mal. Sonne geht über meinem Schuppen auf. Wir haben Juni. Und im Juni kommen die Bienen. Jetzt weiß ich es auch wieder. Okay, ja, dann holen wir gleich mal den Honig raus. Das ist sehr schön. Und dann könnt ihr doch gleich mal Maische machen. Lecker Honigmaische. Zucker habe ich. Ah, ist das herrlich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das jeden Tag so ging für ein paar Tage. I don't know. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich glaube, das Zeug braucht noch ein bisschen, ne? Braucht das noch ein bisschen? Ja, 28 Minuten. Haben wir noch Zeit? Da kann ich mal die Tiere rausholen. Das machen wir. Tiere rausholen. Guck mal, die Bürste habe ich auch dabei. Dann kann ich die gleich mal ein bisschen striegeln. Ach so, hier die Box war leer. Genau, komm mal raus. Du hast es auch wirklich nötig. So, wo ist das Ding? Da. So, Flauschi, dann machen wir dich erstmal sauber, ne? Ja, fein. So. Ja, und das nehmen wir auch gleich mit. Und hier holen wir auch mal ein Tier raus. Hui, da fliegt die Kuh. Ja, komm mal mit hier, komm mal raus. Mal ein bisschen Platz haben, damit Flauschi auch raus kann. Perfekt. Wunderbar. Nein, die Schaufel brauchen wir nicht. Aber den Eimer, den brauche ich. Oh, gleich mal melken. Schön frische Milch. Was Besseres gibt es auch gar nicht. Dankeschön. So, die Kuh will wieder rein. Hat Feierabend. Ja, warte mal. Ich glaube, das nehme ich jetzt mal weg. Schauen wir uns den Haufen doch bei Lichte mal an. Das kann man natürlich auch machen. So, wo ist das? Da ist der Teil. So, da machen wir die Boxen gleich mal sauber. Richtig cool. Ich war da gar nicht hier. Eier gibt es natürlich auch. Ach, ist das herrlich, ne? Wenn alles klappt, alles funktioniert. Die Tiere machen, was man soll. So, hier, zack, rein damit. Das Zeug muss ich auch bald mal leer machen. Die Kiste ist, glaube ich, bis Oberkante, Unterlippe gefüllt. Da geht nicht mehr rein. Ach, warte mal, ich kann ja auch mal mich auch mal leeren. Genau. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr tragen. Ja, 70 Kilo. So, dann holen wir uns doch mal die Eiers. Oh, Futter ist leer. Und Zucker ist fertig. Dann muss ich mal Eier holen. Dann muss ich mal Futter holen. Es kann aber sein, dass ich noch welches habe. Aber frag mich mal, wo. Ne, hier nicht. Ich glaube, die Boxen, die reiße ich auch bald weg. Also die ich gebaut habe. Ich packe alles hier rein. Dann weiß ich, ich muss zentral immer hier hin. Gut ist. Aber hier ist das Futter nicht. Oh Mann. Ja, Kasimir hat noch. Kasimir. Mein Schwein hat noch Futter. Hier, ja, zweimal Futter. Okay, wir müssen Futter kaufen. Ja. Mal verkaufe ich mal die Handgranaten nicht. Die brauche ich ja noch. Gut, die Dings verkaufe ich gleich. So, nehmen wir gleich mal runter hier. Herrlich. So, dann lass uns doch mal jetzt Honigmaische machen. Richtig gut. Wie viel Honig brauche ich dafür? Einmal Honig. Ach, mehr Wasserbedarf. Na gut, machen wir. Es wäre praktisch, wenn mein Ofen direkt neben dem Brunnen stehen würde. Da wäre der Weg nicht... Naja, weit ist es ja nicht, aber da muss man hin und her laufen. Ein hoch auf fließend Wasser. Da muss man echt mal sagen. Also wenn du den ganzen Tag hier einmal hin und her schleppst, dann weißt du auch, was du getan hast. So, komm. Ja, das wird nicht reichen. Da brauchen wir noch mehr. Viel, viel mehr. Was für ein herrlicher Tag heute, oder? Mann, ist das schön. Meine Herren, ist das schön. So, die Fische wollt ihr eigentlich verkaufen. So viel Geld bringen sie jetzt auch nicht. Und ich muss mal bei Helene gucken. Ich habe schon wieder vergessen, was die nochmal haben wollte. Ich glaube, die konnte man mit Zucker bezirzen. Ja, wahrscheinlich mit allen Sachen, die du für Maische brauchst. Das ist gut. Dann würde ich mal sagen, wo ist mein Fahrrad? Ja. Es ist mal wieder weg. Ah, nee, hier liegt's. Okay. Ich fahre mal kurz
fahren wir einmal zu Helene. Ja, heute ist so ein Tag, da fahre ich viel hin und her. Oh, meine Ernte. Da muss ich auch mal gucken. Ich wollte zu Helene fahren. Na, egal. So, um den machen wir mal einen großen Bogen hier, den Kollegen. Ich habe keinen Bock, schon wieder beklaut zu werden von dem. Ja, zieh dir wollte ja nicht gar nicht. Ach, weißt du was, ich verkaufe die Eier. Nee, die bringen nicht viel. Das lohnt ja gar nicht. Die bringen ja nur 5. Nee, lass mal. Nee, lass mal. Den Zucker verkaufe ich auch nicht. Die Fische wollte ich verkaufen. Ah, das kaufst du ja gar nicht, ne? Gut, dann muss ich halt zu Thomas. Der kauft das. So, weg mit dem Fahrrad. So. Naja, 9,59, das ist gar nicht so schlecht. Okay. Und jetzt einmal zu Helene. Und da wollen wir mal schauen, was die Helene denn gern haben möchte. Damit ich die Preise drücke, ne? Dann kostet das Ding nicht mehr 1,4. Dann kostet das nämlich eine ganze Ecke weniger. Ja, reden wir. Also Pralinenzucker, Blumenstrauß, Rührei. Rührei könnte ich dir vielleicht auch machen. Klappstulle. Ich könnte dich den ganzen Tag so anschauen. Vielleicht sollten wir lieber Freunde bleiben, ja. Schade, hat hier nichts gebracht. Okay, also Pralinenzucker oder Rührei. Das habe ich bestimmt. Eine Klappstulle, glaube ich, kann ich nicht machen. So, den Zucker ist natürlich schade drum. Aber ich habe schon ziemlich viel Zucker. Und guck mal hier. Oh, ist das super. Ist er auch schon fertig? Nee, 5 Stunden noch. Ist das fertig? Nee, auch noch nicht fertig. Das sieht schon so fertig aus. Ist das fertig? 6 Stunden und das Zwiebeln ins... 6 Stunden waren das, ne? Ja. Na gut, da muss ich noch ein bisschen warten. Ey, hau ab. Sag mal, wollt ihr sich gerade an meinem Kram hier vergehen? Machen die das? Braucht man eine Vogelscheuche? Ich glaube nicht, oder? Das wäre ja wirklich auch ganz neu. Genau. So, wie sieht's hier aus? Ist, glaube ich, noch nicht fertig, ne? Ah, es ist schon wieder aus. Mach Feuer, Jungen. So. Also, ich könnte Zucker verkaufen. Habe ich eine ganze Menge. Ich könnte aber auch Rührei machen. Mhm. Schokoladentafel. Also, ihr wollte Pralinen, ne? Schade. Mhm. Zuckerrüben habe ich noch ein paar. Ja, das wäre schade um den Zucker, den brauche ich. Das Zeug muss ich auch mal wegschmeißen. Und ihr braucht noch ein wenig. Ja, ist natürlich sehr schade. Repariert dann Tränk an aus der Vergangenheit. Was war das nochmal? Ah, Met soll ich herstellen. Das ist ja gut. Oh, bereite die Honigmasche vor. Da gibt es ja garantiert Geld für. Starker Kopf, was ist das hier? Erweitern. Da trinke ich ordentlich. Ja, da habe ich gar nicht. Auf die Quest habe ich gar nicht so richtig Lust. Frische Milch, wer wollte die denn haben? Hol eine Kuh, habe ich gemacht. Melke die Kuh, habe ich. Oh, morgen. Morgen haben wir das fertig. Super, das war für. Sophie, okay. Moderner Hof, besorge die benötigten Materialien, montiere eine Lampe und. Ah, das muss ich nochmal machen. Schalter und Hängelampe. Aber das werde ich später machen, weil das kostet ja auch richtig Geld. Rodeo habe ich noch nie gemacht. Kippen für Stanislav. Ah, die Quest machen wir dann auch bald. So, und jetzt habe ich genug gequatscht. Nein, immer noch nicht. Ach, Mann. Ich glaube, ich werde noch ein paar mehr von den Honigdingern, ja, von den Bienendingern hier aufstellen. Wie sieht's denn mit dem... Warte mal, ach, hier in dem Haus habe ich doch noch Holz. Ja. Hämmerchen hat er dabei. Und Bretter habe ich jetzt 27. Ja, baue ich noch mehr hin. Hätte ich vielleicht eher machen sollen, aber ist ja egal. So, dann bauen wir mal einen schönen Bienenstock. Ja, so dicht. Na, so dicht wie möglich nicht. So. Ja, ich weiß. Ich brauche Bretters. Was macht mein Hammer eigentlich? 79% läuft. Also die Haltbarkeit ist eigentlich schon okay. Ich kann mich ja noch erinnern, als die Werkzeuge eingeführt wurden, beziehungsweise die Haltbarkeit der Werkzeuge. Die Werkzeuge waren ja schon da. Aber als die Haltbarkeit der Werkzeuge eingeführt wurden, war die Haltbarkeit wirklich unterirdisch schlecht. So, ich nehme das hier mal komplett weg. Hier hinterm Haus wird er nicht haben. So. Sehr schön. Das war wirklich ganz schlimm. Also wer daran erinnern kann. Und dann wurde es so ein bisschen gepatcht, aber war immer noch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob da nochmal dran gedreht wurde, aber es... Jetzt ist es eigentlich okay. Klar, es macht eigentlich keinen Sinn, dass so ein Ding so schnell überhaupt abnutzt, ne? Immer so ein Hammer oder irgendwelche anderen Werkzeuge. Oder es gibt ja wirklich Werkzeuge, die überleben dich, ne?
wenn du sie gut behandelst und pflegst und machst und tust. Aber, naja, gut. So, 7 Holz habe ich noch. Wenn ich jetzt noch 11 hier rausnehmen könnte. Ja, könnte ich. Dann mache ich noch einen. So, weil den Haufen hier will ich beibehalten. Das soll so bleiben. Mhm. Und noch einen. Aber noch ein bisschen mehr. Bisschen mehr Honig. Das könnte meine neue Einnahmequelle werden. Honigmeische for life. So, also einmal rein, gucken. Was ist mit der Honigmeische los? Ist das Gelumpe schon fertig oder? Das läuft ja schon wieder nicht. Doch. 3 Minuten. Sehr schön. Was ich eigentlich mal machen könnte, ich könnte diese Ringe drauf machen. Dann kannst du eine Maische aufsetzen. Das dauert natürlich viel länger, aber ist ja egal. Das läuft dann halt, ne? So, entfernen. Sehr gut. So, dann will ich mal gucken. Rührei. Wo die gute Frau? Ach, das muss ich ja mal finden. Jetzt, wo ist denn das? Ich finde, da ist es. Ja. Aus 4 Eier? Oh, kann ich gleich nochmal machen. Richtig gut. Na, das gebe ich hier dann. Dann gibt es halt bessere Preise. Und dann, ja, und dann wird der Dings... Oh Gott, das ging ja schnell. Muss ich schnell runterholen. Sonst... geht halt mich an schnell kaputt. Noch Rührei. Ja, richtig gut. Aber das freut mich voll, ne? Wenn die Fenster mal nicht so dreckig werden. Aber schön, schöner Ausblick. Die ganzen Bienenkörbe hier. Herrlich, herrlich, herrlich. So, was haben wir denn? Noch Rührei. Dann nehmen wir gleich wieder runter. Hast gesehen? Eine Minute hat das nur gehalten. Meine Herren. Mach mal die ganzen Ringe hier auf. So. Dann braucht das viel länger. Ah ne, es fehlt Ei und... Wieso? Ne, Ei fehlt nicht. Ach, das ist schon hart gekocht. Also ich wollte sagen, Eier habe ich doch. Ne, habe ich nicht. Okay, entfernen, entfernen, entfernen. Und dann mache ich mal die ganzen Dinger dazu. Weil dann dauert das nämlich viel länger. Und dann ist es mal egal, wenn ich einen Tag nicht da bin. Aber ich muss schon wieder Wasser auffüllen. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja auch einen Gartenschlauch einfach da, aber ich glaube, es gab... 57, gab es da schon Gartenschläuche? Ich weiß es nicht, glaub nicht, ne? Kann man nicht vorstellen, dass sowas hatten. Ach, Mann. Eimer, immerhin. Immerhin gab es Eimer, sonst muss ich mit der hohlen Hand das jetzt hier hinschippen. Das wird man noch länger dauern. So, Wasser, ja. Die Flamme geht jetzt auch aus, habe ich gerade gesehen. So, und wieder rein. Und wieder hin. Oder? Ja, ist kalt. So, wollen wir mal gucken. Ich wollte machen. Das geht nicht. Doch. Warum geht das jetzt auf einmal? Hä? Ach, das ist die Honigmeische. Entschuldigung. Ich will jetzt gerade gar nichts machen, sehe ich. Ich habe nämlich keine Eimergläser. Ach, Mann. Jetzt habe ich das Feuer angemacht und jetzt kann ich nichts. Na, egal. Ich habe jetzt 4 Maischen. Dann kann ich doch was Tolles mit Maische machen. Muss ich eigentlich die Maische zu Dings bringen? Ne, ich muss bestimmt. Melke die Kuh, das mache ich morgen. Beträgt dich ordentlich? Nein, produziere Met. Ah, okay. Ich soll Met produzieren. So, Rinder mit. Ja, einmal reicht. Machst du ja eh nie mehr. Was fragst du mich denn überhaupt? So, in 2 Stunden ist die nächste Flasche fertig. Ich glaube, ich musste 9 Stunden anmachen. Irgendwie sowas, ne? Und, oh, guck mal, das ist noch ordentlich Wasser. Läuft. Dann brauche ich aber Feuerholz. So, das kann jetzt schön durch hier. Richtig gut. Wie bleibe ich? 959. Das wird ein bisschen wenig sein. Ich habe aber auch noch ein bisschen Zucker. Einmarkgläser. Die wird sie auch haben, ne? Die gute Frau wird auch Einmarkgläser haben. So, meine Liebe. Ich bringe dir ein bisschen Rührei. Ja, perfekt. Mit dem Rührei habe ich das geschafft. Super, da brauche ich den Zucker nicht für. Lass mal handeln. Was kostet er jetzt? 1120. Also schon eine ganze Ecke besser. Einmachgläser hast du auch, ne? Die sind auch günstiger jetzt. Ja komm, den nehme ich immer mit. Nützt nichts, muss ein bisschen investieren.
Das ist gut. Also 1120 brauche ich jetzt noch. Das klingt auf jeden Fall machbarer. Komm, zurück. Und dann schauen wir mal, ob das ganze Gelumpe hier fertig ist. Das müsste doch jetzt eigentlich durch sein. Ja, dennoch 2 Stunden, aber das müsste fertig sein. 3 Stunden, aber das müsste fertig sein. 3 Stunden. Verdammt, nichts ist fertig. 26, ja, das dauert Ewigkeiten. Ach Mann, gar nichts ist fertig. Na gut. So, mir wurde geschrieben, hier in den Erdbunker sollte ich wirklich nur Lebensmittel reinmachen. Ach, ich habe ja noch Eier. Na, jetzt brauche ich es ja nicht mehr. Da sollte ich wirklich nur Lebensmittel reinmachen. Oder mache ich das halt eben nur? Also alles, was ich. Das ist ein hart gekochtes Ei. Geht das kaputt? Nee. Das ja, das wird schlecht, ne? Ja, verrottet. Also überall, wo das Ei steht, wahrscheinlich das Ende. So ein hart gekochtes Ei, das kannst du unendlich lange halten. Das ist überhaupt kein Problem. So. So, ich werde das hier in meinen ganz tollen Lagerschuppen packen, der so immens groß ist. Guck mal, 22.000. Also da kannst du echt. Das ist ein Lagerort nach meinem Geschmack. Alles rein, alles an einem Platz. Du weißt, wo es ist. Muss nur ein bisschen suchen. Herrlich. Wunderbar. Richtig wunderbar. Das gefällt mir. Ich weiß, ihr schlagt jetzt die Hände über den Kopf zusammen, aber ist nicht schlimm. Du könntest was zu trinken gebrauchen. Ja, da hast du recht. So, jetzt kann ich endlich meine Maische machen. Honigmaische. Dauert 5 Stunden. Müsste jetzt eigentlich Schluss sein, ne? Ich habe keinen Honig mehr. Okay. So, 5 Stunden 40. Na ja, gut, 6 Stunden. Okay. Schön. Nein. Achso, warte mal. Nee, die Milch, das packe ich hier mal rein. Den Zucker packe ich hier mal rein. Die Eier, die behalte ich. Die Einmachgläser. Ich habe bestimmt noch irgendwo Einmachgläser. Ja, hier eins zumindest. Die sollte ich mal hier reinpacken. Na, weil die bezieht er ja hier raus. Ja, der Schlüssel für den Traktor. Den würde ich gerne einsetzen jetzt. Futter. Futter war das Problem. Futter, Futter. Haben wir Futter? Haben wir hier drin eigentlich noch? Na, Futter werde ich hier nicht haben. Ne. Habe ich nicht. Gehen wir nochmal kurz auf den Markt. Nee, nehmen wir mal das. Nehmen wir mal das Fahrrad. Da sparen wir Zeit. Wo ist denn das Fahrrad? Wo habe ich es abgestellt? Ach, da hinten steht's. Okay. Gleich eine Flasche fertig? Ne, hätte er was gesagt. Naja, dauert noch ein bisschen. Das braucht auch Zeit, ne? Gut Ding will Weile haben. So, was ist bei euch jetzt hier? Achso, bei euch sowieso nichts. 2 Stunden, 2 Stunden. Weißt du was? Ich warte noch kurz diese 2 Stunden. Und dann. Dass wir hier mal weg haben hier. Das nervt mich richtig. Und dann verkaufe ich einfach die ganzen Zwiebeln so. Zu essen habe ich eigentlich genug. Das muss auch mal weg hier. Ob das ganze Gestrüpp eigentlich wieder wächst? Ich weiß das gar nicht. Ob solche Dinger hier wiederkommen oder ob das dann einfach immer nur Gras ist? Oder wächst das Zeug wild? Ah. Und schon wieder voll. Das einmal raus. Und das auch einmal raus. So, jetzt will ich mal was gucken. Ich habe einen Eimer. So, jetzt habe ich den Eimer voll Kompost gefüllt. Und ich glaube, das müsste ich ja hier aufs Feld packen, ne? Weil also die Bodenqualität, glaube ich, die. So, wie ist die jetzt gerade? Fruchtbarkeit des Bodens, genau, 50%. Und die wird dann besser, oder? Ja, 100%. Genau. Okay, wunderbar. Das sollte ich mal machen. Weil dann wird das Ding dann nämlich auch mal langsam leer. Dann kann ich wieder was Neues reinschippen. Na, weil dann ist das ja keine Verschwendung. Schön. Erstmal schön den Boden aufforsten, hätte ich bald gesagt. Okay, hier. Na, 75, 50. Da ist 100. Also hier so. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht über alles gehen, ne? Naja. Genau, da hast du recht. Puh. Und ich glaube, ich werde auch nicht Unmengen an Tiere holen. Also so ein paar Tiere, ja. Vielleicht von jeder Art ein.
Ich will das auch nicht ausatmen lassen, weil dann bist du abends nur dabei, erstmal alle Tiere reinzubringen. Und machst auch eigentlich nichts mehr anderes. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Na, hier ist noch eine Reihe mit 50. Gut, machen wir das noch einmal. Schmeiß da noch was drauf. Zack. Oh, nur ein bisschen was rausgegangen aus dem Kasten. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Du könntest was zu trinken gebrauchen. Ja, da hast du allerdings recht, ja. Ah, hier auf jeden Fall. So. Schön, haben wir den Boden noch verbessert. Das sind hier immer noch 2 Stunden. Sag mal, was ist denn da los? Was ist denn da los? Das kann doch nicht sein. So, was habe ich hier eigentlich? Hier habe ich auch noch diversen Kram. Ja, sehr gute Idee. Da kann man sich richtig gut bewegen mit. Da musst du an die Tür? So. Dann packen wir mal alles rein da, so. Ganz einfach. Naja, packt halt immer nur so wenig rein, ne, weil ich dann überladen bin. Jetzt bräuchte ich einen Handwagen. Aber auch der würde ziemlich viel Geld kosten. Weißt du, ich kann nochmal so ein paar Werkzeuge, die ich jetzt gerade nicht brauche. Also es sind eigentlich alle, die ich gerade brauche. Ja komm. Pack mal reiner. Damit ich ein bisschen Gewicht spare, ne? So. Ich bin total ausgetrocknet. Nein, du bist nicht ausgetrocknet. Es geht dir ganz wunderbar. So viel Schrott habe ich mittlerweile schon. Wow. Oh, das war ein bisschen viel. Pack doch mal ein bisschen was zurück. Na, ah, das ist okay. Das ist erträglich. Ah, da guckt mich immer noch ein Traktor an, ne? Der möchte unbedingt mal repariert werden. Das kommt alles. Wenn ich erstmal Zigaretten habe, dann beginnt ein neues Zeitalter. Ja, die Tabako-Area. Ära meine ich. Tabako-Ära nicht. So. Dann schmeiße wir das einmal. Alles hier rein. So kann man so eine Folge auch rumbringen. Ne? Man transportiert die ganze Zeit Sachen von links nach rechts. Hier war, glaube ich, nichts. Und da war er. Ja. Weißt du was? Dann kommst du weg. Puff. Genau. Weil den brauche ich aber nicht mehr. Und wenn ich ihn brauche, stelle ich ihn wieder auf. Ganz einfach. Der Schuppen hier ist prima. Der ist toll. Das beste Feature in diesem Spiel. Ein Riesenladen. Naja, Riesen, aber schon groß. Und diese kleinen popeligen Kisten. So. Der Holz, das packen wir mal hier rein. Oh, da ist schon fast wieder ein Bienenkorb mit bei. Sehr gut. So, wie brauche ich eigentlich? Oh, 2 Minuten, ne? 2 Minuten, Alter. Dann ist das fertig. Richtig gut. Da freue ich mich aber. Wie ist eigentlich? Kann ich immer noch 70... Ne, kann immer noch 60 Kilo tragen. Kann er denn eigentlich... Ich weiß gar nicht. Noch eine Flasche fertig. Sehr gut. Kann der eigentlich mehrmals auf den Top? Glaube nicht. Mal gucken. Ob das jedes Mal ging, wenn er wieder nur 60 trägt. Ich glaube, das geht nur einmal am Tag. Es ist beängstigend, dort hineinzugehen. Kann ich verstehen, wenn du da morgens drauf warst, dass das nachmittags immer noch beängstigend ist, darauf zu gehen. 14 Uhr. Sehr schön. Flaschen. Ja, 2 reichen erstmal. So, war hier nicht irgendwas? Ja, das dauert noch. Das dauert noch. Okay, und du wolltest was trinken, um Gottes Willen. Der arme Kerl. Schön Schluck Wasser. Also ein hart gekochtes Ei. Oh, das hat aber ganz schön schon ein bisschen Power. Sehr schön. Ja, warte mal, das kann ich doch Dings jetzt bringen. Ja, das muss ich jetzt langsam. Alter, wie lang läuft hier so ein Tag? Das kann doch nicht sein. 1 Stunde noch. So, jetzt fahre ich zu Helene. Jetzt habe ich die Faxen dicke. Die wollte ja die Maische haben. Die Met haben. Oh, die wollte wahrscheinlich mehr haben, ne? Die wollte bestimmt mehr haben.
Und Tiere, nee. Leuchtende Weihnacht habe ich doch gemacht. Wahrscheinlich nicht ganz fertig. Okay, ich komme später nochmal. Ach, ich fahre den Weg jetzt einfach. Ich brauchte dreimal Met. Okay. Ich würde schon noch gerne den Tisch fertig kriegen. Also, dass wir den Stuhl haben. Und dann, Zigaretten rollen können. Ja, dann muss ich noch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ich glaube, die Tür ist zu. Ja. So, ich verkaufe einfach Kasimir. Mache ich natürlich nicht. Weißt du was, ich verkaufe jetzt ein bisschen Schrott. Ein bisschen Schrott. Wie viel Schrott verkaufen wir denn? So viel, wie ich tragen kann. Das viel Geld bringt wahrscheinlich nicht. Ja, das ist zu viel. Das ist genau richtig. Ja, mal gucken, wie viel wir dafür kriegen. Bei meinem guten alten Freund, Stefan. Achso, was sagt er? 10, ja gut, das sind... Obwohl, das reicht fast. Moment mal. Kann ich meine hart gekochten Eier bei dir verkaufen? Nein, die brauche ich ja. Brauche ich für die Quest. Kaufst du hart gekochte Eier, sag mal? Kauft ihr keine hart gekochte Eier? Was ist los bei euch? Oh, die haben ja alle. Also, das ist echt ein spezielles Dorf, muss man schon sagen. Ja, die Bürste kann ich ihm verkaufen. Verkauft ihr keiner? Keiner kauft meine Eier? Ja, genau die Art von Gast, die ich mag, ja. Hier, das ist auch so ein Ding. Den kann ich doch mitnehmen hier. Ah, ich dreh durch. So, komm, hol noch ein bisschen Schrott, aber schnell. Ich will diesen Stuhl haben. Ich will. So, komm. So, verkaufen und dann ab zu Helene. Wer? Jetzt fahr ich da dagegen. Tag, Justin. Ja. Ich glaube, es war 1120, ne? Ich hoffe, es reicht jetzt. Ab zu Thaddäus. So, dann wird wahrscheinlich gleich gesagt, jo, dein Honigmet ist fertig. So. Ja, komm, gib den Stuhl her jetzt hier. So, ab nach Hause. Jetzt werden Fluppen gedreht. Aber sowas von. So, wo hatte ich denn den Tabak eigentlich gelassen? Habe ich hier drin, glaube ich, ne? Tee, Kaffee, wo habe ich den? Ah, Aufgabe endet. Das noch einmal Mehl fertig. Wo bin ich denn mit dem Tabak abgeblieben? Ah, da wo steht. Sehr schön. Der wiegt zum Glück nicht viel. Noch eine Flasche fertig. Achso, da muss ich mal zwei Flaschen mitnehmen. So. Sehr gut. Dann können wir das nochmal bei Helene abgeben. Da. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz zu Helene. Da gibt dann wieder ein bisschen Kohle, weil jetzt habe ich nur 59. Na? Ja, gibt es eine Belohnung? Das war's. Da gibt es kein Geld für. Kann ich helfen? Talentierter Brenner. Du hast mich beeindruckt. Jeder Bauer, den ich kenne, kann nur trinken und höchstens mal Tee kochen. Und das nicht immer. Ich habe einen Vorschlag.
zeigt, dass du wirklich ein Talent dafür hast, dir kein Getränk fremd ist. Was? Zeigt, dass du ein Talent dafür hast? Dass du wirklich ein Talent dafür hast und dir kein Talent fremd ist. Talent ist mir auf jeden Fall fremd. Kein Getränk fremd ist. Produziere alle Spirituosen auf der Liste. Wenn du so erfolgreich bist wie die anderen, dann werden wir vielleicht eines Tages eine richtige Produktion auf die Beine stellen und ein Vermögen machen. Ja, ich möchte ein Vermögen machen, nicht du. So, ab nach Hause. Jetzt möchte ich gerne noch ein paar Fluppen drehen. Apfelmeische. Oh, richtig gut. Das ist richtig gut. Jetzt brauche ich aber Äpfel brauche ich jetzt. Das heißt, ich brauche die Äpfelbäume. Apfelbäume. Oh Mann, ich bin so fertig. 17 Minuten, ja, lass laufen. So, dann stellen wir mal den Stuhl hier irgendwo hin. Hier, direkt vor dem... Da könnte man sich schön hinsetzen jetzt. Das wäre richtig gut. Dann setze ich hier hin, zack. Okay, also, Stelle her. Ja, ich weiß noch, wie das ging. So, ist eigentlich ganz einfach. Bombenbau. Ich kann hier Bomben bauen. Landmine, Schrott, russische Granate, deutsche Granate. Darauf, um Gottes Willen. Ich will Zigaretten rollen. So, und zwar ist das ganz einfach. Achso, wie ging das nochmal? Ich brauche mal Paper. Dann brauche ich hier Tabak. Klicks hier drauf. Und dann gehe ich immer mit dem... Ich bin der schwarze Punkt und gehe immer mit diesem weißen Ding mit. So, und fertig ist die Fluppe. Ganz einfach. Jetzt gehe ich nach oben mit der Maus, schieb nach oben, nach unten, zack. Kippe fertig und dann geht's los. Ah. Und das Gute ist, ich kriege ja nochmal Tabak, ne? Ja, schön im Akkord drehen. Kann er sich dann nicht auch wie so ein... Aha, jetzt habe ich einen Erfolg freigeschaltet. Ich kann gerade nicht gucken, wie er heißt. Rolle, Rolle. Ist der Erfolg. Rolle, Rolle. Ja, da bin ich auch völlig von der Rolle jetzt hier. Richtig gut. Ja, also ich werde jetzt noch ein paar Zigaretten rollen. Und dann werden wir die nächste Folge entweder verkaufen, oder werden sie wahrscheinlich verkaufen. Ey, das geht immer schneller, kann das sein. Werden wir sie verkaufen. Ich könnte natürlich auch die Leute damit so ein bisschen zu meinen Best Buddies machen. Aber ich glaube, ich werde verkaufen. Ich brauche erstmal Geld. Der Traktor muss ja noch repariert werden. Oh, wir brauchen noch diverse Sachen zum Anbauen für den Traktor. Naja, dies, das halt, ne? Ja, und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr in die nächste Folge wieder reinschaut. Oh, ich muss mich hier mega konzentrieren gerade. Und ich verbleibe hier mit einem Ciao, ciao.